Eines, besser gesagt einen, darf ich jedoch nicht unerwähnt lassen. Und das ist der Butler, Baronin. Dieser Butler, mein Gott, was für ein Mann, was für eine Statur und was für Augen. Dieser Butler benahm sich überaus verdächtig, jedes Mal, wenn ich ihm im Schloss begegnete. Als ob er gar kein Butler wäre. Wenn im Festsaal getanzt wurde, da stand er hinter einem Vorhang, verborgen in einer Fensternische und schaute den Damen ins Dekolleté. In den Ausschnitt. Bei mir konnte er leider nicht viel sehen. Bei der Baronin umso mehr. Auch die Rubinhalskette in ihrer vollen Pracht. Er konnte seine Augen gar nicht davon lassen. Und ich meine Augen nicht von ihm. Aber das ist ja kein Verbrechen. Nach dem Tanz gingen alle zum Diner, zum Nachtmahl, um genau zu sein. Und in dem langen Speisesaal, da strich dieser Butler, mein Gott, was für ein Mann, was für eine Statur und was für Augen, dunkel und strahlend, die Seele jeder Frau durchdringt. Ich bin doch nicht eifersüchtig auf diese anderen, diese dummen Gänse. Also, der Butler strich so um jede Frau herum, besonders aber um die Baronin. Nun ja, schließlich war sie ja seine Dienstherrin und er musste ihre Anweisungen beachten. Oh, würde er doch nur mal meine beachten müssen. Oh, da steht er ganz plötzlich vor mir hier an meinem Tisch. Madame, es ist mir eine große Ehre, Sie bei dir zu treffen. Oh mein Gott, ich bin betroffen. Wo kommt der denn plötzlich her? Monsieur, haben Sie den Dienst bei Baronin X aufgegeben? No, Madame. Wie Madame sich vielleicht noch erinnern können, wurde ich wegen einem falschen Verdacht und Ehre entlassen. Und wie kommen Sie jetzt hierher? Ich folge Madame auf Ihre Spuren. Sie taten was? Ich folge Madame auf Ihre Spuren. Ich hinterließ aber keine Spuren. Ach mal, mir ist ganz schwach zumute. Mein Gott, was für ein Mann. Was für eine Statur. Und was für Augen. Madame reiste zwar sehr plötzlich aus Frankreich ab, aber ich habe eine gute Verbindung. Und die wird zeigen schnell gute Verbindung nach ihr Erd. Gut, und was wollen Sie von mir? Oh, wenn er doch nicht mehr so gut aussehen würde, dieser Ex-Butler. Ich möchte eine minuskule Hilfe von Madame. Das ist Erpressung. Ist nicht Pressung. Ist Unterstützung von Menschen, deswegen Sie verlieren die Post. die Post verliert immer zu Sachen. Ich habe damit nichts zu tun. Oh la la, Sie haben gerade zu all diesen Leuten gesprochen von meiner Frau. Bis Sie plötzlich aufgetaucht sind, kannte sie niemand. Und kein Mensch wusste etwas von diesem Fall. Ja, ich würde zu gerne mal bei einem Tête-à-Tête mit ihm plaudern. Ne? Könnten wir das nicht unter vier Augen ausmachen? Hier ist meine Visitenkarte. Kommen Sie morgen um 3 Uhr nachmittags in meine Wohnung an dieser Adresse. Dann besprechen wir die Angelegenheit. Ich komme dort sicher, Madame. Au revoir. Adieu.